Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Formel 1, heute beim Großen Preis von Aserbaidschan, hier in Baku. Es geht zu einem Stadtkurs, der ja, sehr viele Kontraste beherbergt. Zum einen super schnell mit einer super langen Vollgaspassage, mit einigen schnellen Kurven am Anfang und später einer sehr langen Geraden. Und darüber hinaus mit der engsten Stelle der Formel 1 und des Formel 1-Kalenders. Und darüber hinaus auch noch mit vielen, vielen sehr engen Kurven. Und wir schauen mal, ob wir hier gut zurechtkommen, denn all das kann unser Renault leider noch nicht ganz so gut, aber bald ist er vielleicht auf der Höhe. Aber jetzt gucken wir erstmal ganz kurz ins Qualifying rein und dann würde ich sagen, legen wir mit dem Rennen los und wir sind voll motiviert, denn nur mit Motivation haben wir in China gut gepunktet. Und hier sehen wir die Qualifying-Runde. Es geht auf die längste Vollgaspassage des Formel-1-Kalenders. Das DRS können wir auch mitten auf der Geraden öffnen und geschalten vom Überholmodus auf den Hotlap-Modus hier für die schnelle Runde. Eine 1:39.084 haben wir aktuell vorzuweisen und in der ersten Kurve, da sieht das schon ziemlich gut aus, über 0,2 Sekunden an Zeitgewinn und auch in der zweiten Kurve können wir uns da ein wenig nochmal was von unserer alten Zeit abknabbern, das heißt, wir sind einen Ticken schneller unterwegs. Und hier der Bremspunkt. Zwischen 150 und 100 Meter Schild relativ schwer auszumachen. Trotzdem, auch das ist uns einigermaßen gelungen. Eine Zeitenverbesserung steht auch da schon im Raum. Die Rechtskurve, da habe ich vielleicht ein bisschen den Scheitel verpasst. Da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Und jetzt hier dieses enge Geschlängel. Nicht zu viel Körper mitnehmen, das beunruhigt. Das macht das Fahrzeug einfach unruhig. Und jetzt kommt es zu der engsten Passage hier des gesamten Formel 1-Kalenders. 0,5 Sekunden nehmen wir mit rein. Wir knallen nicht irgendwo an die Wand. 0,6 Sekunden haben wir jetzt beim Ausgang. Da stehen wir nicht quer. 0,7 Sekunden im Delta und das addiert sich hier langsam aber sicher auf zu 0,8 Sekunden. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge. Und jetzt nochmal in der Linkskurve. Nicht den Curb zu stark berührt. Trotzdem habe ich da eventuell ein wenig Potenzial liegen lassen und die Linkskurve hier, da bin ich auf jeden Fall ein wenig zu weit am Scheitel vorbei. Das hat Zeit gekostet und damit bin ich nicht so richtig schnell hier durch die letzten Kurven gekommen. Am Ende nochmal in diesem ganz, ganz schnellen Segment eventuell nicht das Optimum rausgeholt und ich glaube, hier vor allem hat der Renault seine Schwächen, denn im Sauber sind wir hier eine 1:39.2 gefahren und im Renault nur 0,9 Sekunden schneller. Und ganz vorne startet sensationell Esteban Ocon von der Pole Position vor Sebastian Vettel und den beiden Silberpfeilen. Hamilton vor Valtteri Bottas, dann Sergio Perez vor Kimi Räikkönen, Verstappen vor Leclerc, Stroll und Alonso. Dahinter außerhalb der Top 10 Romain Grosjean, Eriksson, Brandon Hartley und Pierre Gasly, Nico Hülkenberg vor Sergei Sirotkin, Kevin Magnussen vor Daniel Ricciardo, der eine Strafe hat und Sauber Verdorn startet ebenfalls vor uns. Und wir werfen einen Blick auf die Fahrerwertung. Da haben wir nämlich ganz vorne Lewis Hamilton, aber das ist richtig eng zusammengerückt, das Feld im Rahmen dieser ersten drei Rennen. Denn wenn man zum Beispiel die Saison 2018 sich betrachtet, da hatte Vettel nach 2 Rennen 50 Punkte, Hamilton hat nach 3 Rennen 40 Punkte, 1 Punkt Vorsprung zu Perez, 3 zu Leclerc, 7 zu Vettel und Ricciardo und auch nur 12 zu Kimi Räikkönen. Bedeutet, wenn Hamilton Vierter werden sollte und Räikkönen dieses Rennen gewinnt, könnte sogar Räikkönen vor Hamilton stehen in der Gesamtwertung. Und das zeigt einfach, wie eng das Feld aktuell beisammen ist und auch der Renault konnte hier ein wenig profitieren. Unser Fahrzeug sowie das Fahrzeug von Nico Hülkenberg, das hat das Team im letzten Rennen ins Ziel gebracht, in den Punkterängen und damit konnten wir uns hier auf Platz 11 und 12 vorschieben. In der KWM bedeutet das natürlich auch nochmal eine Steigerung. Wir sind da auf Platz 6. Das ist schon mal ganz ordentlich. Natürlich möchte man da auch noch weiter nach vorne. Mercedes 1 Punkt vor Ferrari und Sauber. Ja, die Top 3 Teams innerhalb von einer Punktdifferenz von 1 Punkt. Und es sind insgesamt 5 sehr, sehr starke Teams da, die 5 Teams, die vor uns in der KWM stehen, die auch hier teilweise weiterentwickelt haben. Sauber, Mercedes und Force India und die hier richtig, richtig entsprechend raushauen und dahinter ist dann eine Riesenlücke. Haas hat sich ein bisschen weiterentwickelt, ist wieder an uns vorbeigezogen und auch McLaren hat sich da weiterentwickelt. Wir müssen diese Lücke unbedingt schließen, schnellstmöglich, um hier eine Chance zu haben, im Laufe dieser Saison noch vielleicht den einen oder anderen Podium
Podiumsplatz oder so einzufahren. Aber für heute, da müssen wir einfach hoffen, dass wir irgendwie nach vorne kommen. Baku war ohnehin auch letztes Jahr nicht so wirklich meine stärkste Strecke. Da bin ich noch auf 108 gefahren. Das war das letzte Rennen, wo ich geplant hatte, eine etwas niedrigere Schwierigkeitsstufe zu nehmen. Und ja, in diesem Jahr fahren wir natürlich auf 110. Und ja, ich bin mal gespannt, ob uns das weiterhelfen wird, dass die Spitzenfahrzeuge, die auf Ultrasoft starten, wahrscheinlich dann mit Zwei-Stop fahren müssen. Oder aber sie versuchen eine aggressive Einstop-Strategie von Ultrasoft auf Soft. Mal sehen, was das Rennen für uns birgt. Vielleicht gibt es ja die Chance auf Punkte. Viel Spaß beim Großen Preis von Aserbaidschan. Okay, ich hatte einen Wahnsinns-Wheelspin im dritten Gang. Habe ich nicht mit gerechnet und Ricardo kommt ja an Magnussen vorbei. Und divebombt erstmal Hülkenberg und Hartley. Und ich... Jawohl, Magnussen macht den Magnussen. Und wir schaffen es an Nico Hülkenberg vorbei. Er ist jetzt drei oder vier Plätze, glaube ich, zurückgefallen. Ich hätte gerne ein, zwei andere Autos überholt statt Nico. Aber egal. Gehen wir voller Motivation mal in das Rennen. Mal gucken, ob hier ebenfalls Punkte drin sind. Die Top 5 Teams sind eigentlich extrem stark, aber auch bei den Top Teams kann ein wenig was schief gehen. Die aktuelle Spitze der Top 5 heißt Force India. Die Stroll-Millionen scheinen geholfen zu haben. Esteban Ocon kann sich da komplett durchsetzen. Ist da komplett vorne weg. Und ein Ferrari wird gerade von Sergio Perez überholt. Und das ist Perez auf 3. Obwohl er, glaube ich, auf P5 oder so gestartet ist. Kann ich ruhig die Batterie ein bisschen aufladen. Ja, hier kann man durchaus eine Überraschungsattacke starten, aber dazu ist Magnussen zu schnell. Unsere Reifen sind nicht schneller, unser Auto auch nicht. Und ich wahrscheinlich auch nicht auf dieser Strecke. Ich glaube, bei der Traktion sind die anderen viel besser. Magnussen hat sich hier aus der letzten richtigen Kurve heraus mega krass weggekämpft. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Das wirkt sich natürlich dann auf die gesamte Gerade aus. Und Hartley überholt Ricardo. Ricardo auf Ultrasoft gestartet, glaube ich. Wenn ich das richtig beobachtet habe. Alter, und jetzt wird er auch noch von Magnus überholt. Ricardo ja auf Ultras.
waren wir außen, dann waren wir für die Rechtskurve wieder innen und wir sind vorbei. Ricardo hinter dir. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:43,8. Ja, eigentlich ist das schnell, aber irgendwie funktioniert es bei ihm nicht. Dass er sich hier mitten im Feld gut halten kann. So, hier hat Magnus gerade viel mehr Power abrufen können in der letzten Runde und ich glaube auch in dieser. Und auch Ricardo deutet darauf hin, dass vielleicht das Auto von uns ein bisschen schwächer ist, aber ganz vorne, da ereignet sich gerade etwas. Perez ist es, glaube ich, der mit einem Ferrari und einem Sauber auch noch an die Box gekommen ist. Die ersten 3 Autos an der Box. Da fährt Magnus schon Kampflinie. Der hat das schon so ein bisschen erahnt. Hat trotzdem keine Zeit verloren. Ist hier immer noch nah dran an Sirotkin. Kommt der plötzlich her? Sag mir bitte nicht, dass der auch schon an der Box war. Nee, unmöglich. Die Force India waren ja richtig stark und von denen ist einer jetzt hinter uns zurückgefallen. Das heißt, Sirotkin hätte das Feld... oder zumindest sehr weit im Feld vorne sein müssen. Er muss nicht unbedingt das Feld angeführt haben. Ich glaube, Esteban Ocon ist aber noch ganz vorne. Jetzt kommt er auch an die Box. Es sieht so aus, als wollten ein paar weitere Kandidaten an die Box fahren. 3 Autos sind, glaube ich, wieder drin hier. Und da ist der Ocon, kommt vor dieser ganzen Kampftruppe hier raus. Perfektes Timing der Force India Crew. Denn hier willst du nicht als eigentlich viel schnelleres Auto reingelangen. Und Ricardo war, glaube ich, an der Box. Gasly fährt, glaube ich, auf Ultras, oder? Könnt ihr erklären, warum der so langsam fährt gerade? Er wurde von Hartley überholt. Sehr späte Attacke, aber er wurde auch unfassbar langsam. Er hatte eine sehr schlechte Linie. Deswegen habe ich es da nochmal riskiert. Und ein Mercedes fährt da vorne immer weiter. Richtig munter.
Könnte auch Supersofts gestartet sein oder fährt die Ultras so lange, bis er die Einstop fahren kann. Ja, und der eine Force India, der an der Box war, ist der Bonocon. Der ist jetzt schon wieder vorbei am McLaren, der ist jetzt Dritter. Ich krieg kein DRS, oder? Ne, der Messpunkt ist erst hier. Oh je, Hülkenberg und Perez. Und Hülkenberg berührt mich hier etwas unsanft. Ich habe kein DRS mehr. DRS. Oh, DRS hatte ich sowieso nicht. Traummanöver. Absolutes Traummanöver. Und da ist jemand an der Box. Oder langsam oder beides. Ja, gegen so ein Safety Car hätte ich jetzt nichts. Ab auf die Softs und fertig fahren. Vielleicht. In China hat es ja geklappt. Dann wären wir Perez da ein paar Runden hinter uns halten konnten, hatten wir hier überhaupt keine Chance. Jetzt aber mit der Chance, wenigstens dran zu bleiben mit DRS. Und uiuiui, Magnussen macht einen klassischen Magnussen. Jetzt auch einen Classic Ricardo gemacht. Das sind harte Manöver, aber... Ich muss mit dem Renault einfach hier mit der Brechstange durch. Sonst haben wir hier wirklich ein nachhaltiges Problem. Auf dieser Strecke ist weder meine Performance gut noch die vom Auto. Und die zwei Stopper sind eh schon dran. Schade. Die Position war nicht so gut wie gegen Hülkenberg und das Auto ist, glaube ich, auch ein Ticken besser aus der Kurve heraus. Alter, ich habe doch bis zum Schluss gebremst. Oder auch nicht, je nachdem, ob man meine Eingabe definiert oder das, was angekommen ist. So, jetzt dran an Magnussen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Lass die beiden erstmal gegeneinander kämpfen.
Oh Gott, die zwei Stopper sind alle schon dran. Die sind vorbei an Hülkenberg. Er hat mächtig Zeit verloren im Zuge dessen. Da leider nicht so ganz in Position bringen. Okay, ich mache jetzt mal was. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja. Ich habe jetzt DRS, aber Alter, Leclerc ist vorbei an Vettel. Was geht denn jetzt ab? Hat er auch eigentlich das schnellste Auto hier auf der Geraden? Okay, ab geht's. Ich erhoffe mir dadurch kurzzeitig mal freie Fahrt. Keine Zweikämpfe mit Leclerc und Co. Fahr raus, fahr jetzt raus. Und wenn Hartley und so, wenn die in die Zweikämpfe kommen, ja, dann haben wir Glück. Und da ist ein Mercedes. Damit haben wir unsere Strategie durch. Muss es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Bottas auf Platz 19. Nein, Gasly hat jetzt auch noch Klappflügel. Ein Hallo und ein schöner Gruß an alle DTM-Zuschauer. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Nein, es war aus Versehen, Jeff. Gott. Gasly vor dir. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:41,7. Fährt schnell. Der fährt sehr schnell. Ja, die Softs auf Temperatur zu bringen, das ist natürlich auch so eine Sache. Müssen wir erstmal machen. Auf der Geraden kühlen die Reifen halt immer und immer wieder ab. Ich widme mich im Training jetzt immer mehr diesen ganzen Sachen, dass ich gucke, wie kann ich die Reifen erwärmen, wie lange brauchen die, um auf Temperatur zu kommen und so. Kurve 1 war nicht so super, aber Kurve 2 war schon deutlich besser. Bottas hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,7. Oh Gott! Okay, muss Bottas ein oder vielleicht sogar zweimal stoppen? Das ist jetzt die Frage. 1,2 Sekunden persönlich schneller gefahren. Ja, ich hoffe mal, die ganzen Leute im Mittelfeld haben enorm Zeit verloren durch Leclerc und Co., die da rangeschossen kamen.
Sorry fürs Husten. Ja, der auch wieder, der ist. Wir sind vor Hartley. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht diese Nachricht ist. Also, dass wir vor Hartley sind, ist gut. Offen steht aber, wer noch hinter uns landen wird. Okay, ab geht's. Ja, mit etwas Glück könnten es, glaube ich, sogar Punkte werden. Wir müssen uns aber einfach richtig, richtig anstrengen. Denn unabhängig von allem, ich will ein schönes Rennen haben. Und das bestmögliche Ergebnis will ich auch. Und Hülkenberg ist auch einigermaßen dran jetzt. Ich krieg langsam Hartley hier aus meinem direkten Windschattenfenster raus. Und da ist ein Ferrari an der Box, da ist auch Valtteri Bottas nochmal an der Box. Raikkonen kommt vor uns raus, und zwar klar. Da haben Teile gefehlt. Dann lagen Teile. Ist das der Grund, warum Raikkonen an die Box ist? Weil das scheint mir für eine Zwei-Stopp-Strategie doch arg früh zu sein, wobei Bottas auch an der Box war. Moment, sind wir auf P15. Das ist sogar eine Position, die einigermaßen okay ist. Von der Position aus kann man ganz gut arbeiten. Wenn unsere Performance leider echt nicht so gut ist. Wir können nicht
länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Wie man es sich wünschen würde. Und nein, da sind vorne Vettel und ein anderer Sauber drin. Das scheint die normale Zweistopp zu sein. Und wir sind vor Vettel! Unfassbar. Die haben so viel Zeit im Mittelfeld verloren, oder was? Wahnsinn. Okay, P11. In Punktereichweite sind wir tatsächlich sogar. Pierre Gasly muss doch mal in die Box. Den jungen Herrn hatten wir gesehen, der ist auf frischen Supersofts unterwegs gewesen. Aber der muss doch mal rein. Der kann dann never ever auf Softs, Supersofts durchfahren, wenn wir auf Softs nicht große Reserven am Ende haben werden. Und den Stop ohnehin schon vorziehen. Momentan tatsächlich sogar in Punktenähe mit einem Auto, das es überhaupt nicht hergibt. Laut Balken 7. Kraft. Ein guter Motor ist, hat man schon ein paar Rennen beobachten können und Halleluja, ist der Reifenabrieb schlecht. Vettel fällt sogar weiter zurück. Ich zwar auch, aber Vettel hat wohl ein Problem. Ich auch. Es nennt sich Brandon Hartley. Oh nein, er konnte auf der Geraden einfach vorbeiziehen und ich tue mich schwer, überhaupt Grip zu finden. Vettel's raus. Hat wohl Probleme gehabt. Hat er das Auto in der Box abgestellt? Sirotkin. Vor oder hinter mir?
Ein Williams ist vor mir, einer hinter mir. Nein, komm schon, nicht auch noch Verstappen. Gott, die Reifen. Die sind nicht gut abgerieben, aber die fühlen sich so an. Oh mein Gott. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, das war eindeutig mein Fehler. Ich habe nicht gewusst, dass Leclerc da rechts angreift. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Minimal Talking, bitte. Oh Gott, der Flügel ist ja komplett hinüber. Oh Gott, da geht gar nichts mehr. Um Himmels Willen. Ist angekommen, bestätige. Es tut mir mega leid, auch für die beiden anderen, ey. Alter, okay, gut. Verstappen revanchiert sich dann. Und ich krieg die Verwarnung, ganz klar. Sein. Ja, Verstappen haben wir beim Ausgang aber bekommen. Heieiei. Die 16 bis 18 haben wir mit den dreien jetzt. Ja, mit den beiden anderen. Wie nah können wir da nochmal ans Feld rankommen? Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 22,0 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,7. Müsste ich definitiv toppen können. Also entweder die KI geht allgemein super mit den Reifen um oder ich bin einen Ticken zu früh gewechselt, aber wie gesagt, es ist Baku. Ich musste viel riskieren an jeder Stelle, um mir irgendwas zu erreichen, um mir Punkte zu holen. Um die Chance zu wahren, Punkte zu holen. Ihr habt es gesehen, Leclerc und Verstappen sind auch entsprechend schnell gewesen und irgendwie musste ich da nochmal an Hartley vorbei und ja, also weder ich bin auf dieser Strecke sehr schnell, noch ist das Auto im Moment sehr schnell. Nico Hülkenberg fährt ja auch im Moment, wenn man die letzten drei hier mal wegrechnet, nur noch um die goldene Ananas und den letzten Platz damit und hält sich da gegen Leute wie ja, Gasly, Sirotkin, glaube ich, der anscheinend auch Probleme haben soll am Auto, laut Jeff. Und er kämpft auch gegen Van Dorn, also. Momentan ist der Renault tatsächlich nicht da, wo man ihn sich wünscht, aber das ist auch die letzte Strecke, wo ich nicht so gut bin. Es tut mir leid, dass ich euch auch ein bisschen um spannendes Finale gebracht habe. Da hätte wahrscheinlich auch einiges passieren können. Es ist auch wahrscheinlich einiges passiert. Ja, es ist halt einiges passiert, aber
Es hätte definitiv auch nochmal einen Kampf um die Punkte geben können. Die Chance war da. Wenn Leclerc und auch Verstappen, die hätten erstmal an Hartley vorbeikommen müssen. Und niemand verspricht, dass das hier komplett ohne Kollision ausgegangen wäre. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 19,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,5. Ja, 1,42,5 ist schon wieder deutlich schneller. Wir sind zwar deutlich rangekommen, aber eine Sekunde pro Runde auf dem Reifen. Wir haben hier auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Auf einem Reifen, der ohnehin schon eine Sekunde schneller sein dürfte. Das spricht Bände über meine Konkurrenzfähigkeit hier in Baku. Und da kämpfen gerade ein Toro Rosso und ein McLaren sehr, sehr verbissen gegeneinander. Ja, weißt du, ich konnte mich noch nie mit dieser Strecke anfreunden. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 19,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,8. Okay, jetzt demoralisiert mich Nico Hülkenberg noch mehr. Alter Falter. 13 langsamer und das trotz älterer und härterer Reifen. Eieiei. Also klaren Windschatten hat er auch nicht, ne? Oh nein. Auf geht's, Delta! Das Einzige, was mich jetzt gerade noch motiviert hier irgendwie, ist die Zeiten von Nico Hülkenberg zu fahren. Und zu gucken, dass wir fast am wenigsten hinter uns halten. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 19,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,7.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber die Schlussrunden, die sind vielleicht nicht so schnell wie die von Hülkenberg, wenn er jetzt einen frischen Supersoft-Satz hätte, aber immerhin. Ich kämpfe mich hier irgendwie durch, ich beiße mich durch, ich probiere alles. Und Verstappen jetzt auch. Da beim Ausgang noch mal unerwartet langsam. Grosjean ist noch hinter mir. Motivation. Oh nein. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Oh Gott. Sag mir, ob es die... Da wollte ich Verstappen folgen. Da wollte ich nochmal richtig, richtig schnell sein, aber... Heieiei. Ja, leider zum Vergessen. Oh ja, komm. Oh Gott, warum steht da denn so ein kleines Stück über, ey? Das ist doch mega gefährlich. Ja, für Leute, die da einfach reinfahren können. Ja, ärgerlich, ey. Oh Gott, jetzt auch nur noch die Halo-Sicht. Das ist noch ärgerlicher, glaube ich. Ja, ey, boah, schade. Das erste DNF unserer Karriere in F1 2018. Und, ja, das nehmen wir auch so hin. Schade. Das war nicht mein stärkstes Rennen, aber... Man kann auch mal etwas schlechtere Tage erwischen. Heute war einer davon, würde ich mal behaupten. Aber wir werden stärker zurückkehren. Ab Spanien geht es dann wahrscheinlich wieder steil bergauf. Aber Vijay Mallya, der feiert. Oder Lawrence Stroll, der da eigentlich dann bald sitzen sollte. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Ja, und ich rette Brendan Hartley den letzten Punkt. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich glaube, ich entscheide mich heute für Daniel Ricciardo. Er hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt, wohlverdient. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, das war ja nicht so gut, ne? Ja, aber wie gesagt, mal läuft's gut, mal läuft's etwas schlechter. Und ich glaube, insbesondere im Renault, da muss man halt einfach ein bisschen mehr riskieren. Vor allem bei einem Rennen, wo die Pace ohnehin nicht so wirklich passt. Ich meine, dass ich da alleine auf P15 rumgurke und... mich von rechts und links überholen lasse, ohne irgendwas zu versuchen. Nicht, dass ich das gegen Leclerc und Verstappen beabsichtigt gemacht hätte, aber keine Ahnung, harte Überholmanöver oder so. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn ich überhaupt nichts mache und da einfach hinnehme, dass ich dann irgendwo Letzter oder so werde. Insofern, es ist, glaube ich, vielleicht ein strittigeres Rennen gewesen, aber ich sehe die meisten der Aktionen halt irgendwo auch als legitim, wenn man einfach auch ein bisschen ehrgeizig ist, das Team nach vorne bringen will und so weiter und so fort, aber ja, es hat heute nicht geklappt. Nico Hülkenberg auf 12. Sorry fürs Husten.
bringt leider wieder keine Punkte mit nach Hause. Wir bringen sie auch nicht. Aber er gewinnt mal wieder das Teamduell, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal das Teamduell gegen Hülkenberg gewonnen. Ja, aber trotzdem sind wir nur 2 Punkte hinter ihm in der Meisterschaft. Daniel Ricciardo, starkes Rennen. Auch Marcus Ericsson, super, super gefahren. Hamilton aber ganz vorne mit Sergio Perez. Die beiden machen es im Moment unter sich aus. Daniel Ricciardo aber mit der sehr guten Aufholjagd nicht so super weit entfernt, wie man gedacht hätte. Das Feld war vor dem Rennen deutlich enger beisammen, aber ist es jetzt immer noch. Es ist immer noch sehr eng und gucken wir nochmal auf die KWM. Renault rutscht leider ab. Williams kommt eine Position nach vorne. Force India macht einen Satz von 4 auf 2 und ist nur noch 2 Punkte hinter Mercedes. Mercedes hat trotzdem die Führung ausgebaut, denn die waren zuvor einen Punkt vor Sauber und Ferrari. Und jetzt sind sie 2 Punkte vor Force India. Haben sie den Abstand verdoppelt zum Rest des Feldes oder zum Zweitplatzierten? Ja, aber wie gesagt, von meiner Seite aus, sorry, es hat heute nicht sein sollen, dass es ein richtig, richtig geiles Rennen werden wird. Aber ja, wobei, ich glaube, viel Action hatten wir, aber das Ergebnis war es nicht. Fahrerisch hat ein bisschen was gefehlt und ja, vom Auto her auch so ein bisschen. Ansonsten hätten wir wenigstens irgendwie um P8, P9 gekämpft, wenn das Auto, keine Ahnung, wenn es 2-3 Zehntel schneller pro Runde fahren könnte, ja, dann wäre ja immer noch ein Punkt oder so möglich gewesen, ja. Aber dann hätten wir aus eigener Kraft vielleicht Stroll oder Hartley besiegt. Ich meine, sogar der McLaren ist auf P6 auf der Strecke. Was haben die da bitte gemacht? Und ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der so weit hinter Alonso ins Ziel gekommen ist. Nico Hülkenberg ist ja auch so weit hinten, Mann. Aber egal, keiner konnte es wissen im Vorhinein, was der Wechsel zu Renault bedeutet, aber der Wechsel zu Renault, der heißt ja auch nicht, der verheißt ja auch nicht, dass wir quasi bis zum Ende unserer gesamten Karriere im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld rumgurken werden. Oder wie in diesem Fall am Ende des Feldes. Nein, wir können auch durchaus wieder nach vorne kommen. Das haben wir im 3. Rennen gesehen und jetzt im 5. Rennen wird es, glaube ich, wieder richtig gut werden. Vor allem, falls ein paar der Upgrades fertig werden sollten. Eins haben wir da schon in der Pipeline, weitere sind auch schon geplant. Beziehungsweise planen wir gleich, nämlich nach dem Interview mit Claire. Okay, heute gab es keine Interviews anscheinend. Warum nicht? Ja, vielleicht hat sie gemerkt, dass sie nicht mit uns reden sollte, die gute Claire. Gut, dass dir nichts passiert ist. Das war ein schwerer Zusammenstoß. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. So. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. So, wir probieren es mal so. Wobei, ich gehe jetzt hier mal auf Level 2. Also man sollte immer erst über Wert gehen. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir sollten ihnen mehr entgegenkommen. Nochmal so. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Okay. Versuchen wir es nochmal. Dann passt so. Unser Angebot wurde akzeptiert. Sehr schön. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Ja, und damit können wir fürs nächste Wochenende zwar noch nicht die ganzen Sachen nutzen, aber hey, wir haben unter anderem jetzt 75% Bonusressourcenpunkte aufs Rennen. Und das ist immerhin auch ziemlich wichtig. Und was auch wichtig ist, und das machen wir jetzt, ist das Fahrzeug auf Vordermann zu bringen. Wir brauchen Upgrades, wir brauchen überall Upgrades. Das Auto ist eine einzige Baustelle und wenn man sich das mal anschaut beim Chassis, das drittschwächste Fahrzeug bei der Aerodynamik, auch im unteren Mittelfeld auf Platz 6, knapp vor McLaren, das ist alles nicht so akzeptabel und gut, beim Motor sind wir zwar Dritter an für sich, aber Sauber und Mercedes sind deutlich weiter vorne. Und wenn man sich das mal anschaut, 2 Upgrades sind hier für die Motorenleistung zuständig. Und das erste Upgrade, das für die für den Benzinverbrauch zuständig. Und das erste Upgrade, was unseren Benzinverbrauch ausmacht, das, wenn man das mal abziehen würde, deswegen bin ich jetzt auf ein neues Upgrade gegangen, um mal zu sehen, wie viel das vom Balken ausmacht, dann wären wir ungefähr bei der Region von Haas. Und wenn man das zweite abzieht, das ist sogar noch ein großes Upgrade, ja, dann wären wir in etwa da, keine Ahnung, da wo Toro Rosso im Moment etwa ist. Gut, die haben natürlich auch teilweise ressourcenschonende Upgrades, also Benzinspar-Upgrades, aber trotzdem, da muss auf jeden Fall was kommen. Und als allererstes machen wir die leichten Felgen. Gewichtsreduktion, 2 Wochen dauert das Ganze. Und bei der Aerodynamik, da könnten wir eigentlich ein großes Upgrade machen und das wäre zu Monaco fertig.
Machen wir das jetzt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Oder will ich schon in Spanien ein gutes Ergebnis haben? Weil dann könnten wir eins hier machen und dann irgendwie noch eins hier. Komm, kleine Upgrades. Bringen vielleicht erstmal mehr. Ein kleines Upgrade und dann noch ein kleines Upgrade. Und das große können wir vielleicht auch schon nächste Woche starten. Mal gucken. Ja, aber wenn die Upgrades hier fertig werden, dann finden wir den Anschluss zu sauber. Zumindest halbwegs. Ja, die sind ein bisschen jetzt wieder weggekommen. Kleinen Schritt nach vorn haben die gemacht. Und ich suche mal gerade, ja, hier. Jetzt muss man meine Fernbedienung als Lineal herhalten. Wenn man sich das anschaut, ja, wir wären noch hinter sauber. Aber wir wären dran. Wir wären näher dran zumindest. Und das Ganze wäre aber auch erst in Monaco. So, ja, also wir müssen auch auf jeden Fall für das nächste Rennen nochmal ein Upgrade starten. Wir müssen am nächsten Wochenende müssen wir noch ein, zwei Upgrades starten, weil so geht das nicht weiter mit Renault. Wir müssen wirklich mal langsam nach vorne. In der letzten Saison 2 Rennen ohne Punkte, in dieser Saison nach 4 Rennen schon 3 Rennen ohne Punkte. Und das ist wirklich nicht tragbar. Tja, und da sieht man's. Einmal in Silverstone und einmal in Abu Dhabi. Wir müssen uns definitiv verbessern. P19 in Baku, das ist definitiv nicht das, was ich möchte. Ja, und trotz allem sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, um dieses Format zu unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Formel 1 und dann sehr viel konkurrenzfähiger. Da könnt ihr euch sicher sein. Haut rein!